zwei gern verglichene Smartphones, das Honor 20 Lite und das Samsung Galaxy A40. Ein spannender Vergleich. Ich stelle die unterschiedlichen Daten der Geräte in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Design. Bei der Kategorie Design gewinnt das Galaxy A40 knapp mit 55 zu 51 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 24 Gramm leichter, 0,1 mm dünner, 10,4 mm kürzer, 4,4 mm schmaler und 13,4% geringeres Volumen. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm ist das Galaxy A40 mit 59 zu 49 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 5,3% höhere Pixeldichte, besitzt bruch- und kratzfestes Glas und OLED bzw. AMOLED-Bildschirm. Das 20 Lite hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 5,2% größere Bildschirmgröße und besitzt ein IPS-Panel. Leistung. Beim Punkt Leistung gewinnt das 20 Lite sehr knapp mit 78 zu 76 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 18,2% schnellerer Prozessortakt, 64 GB mehr interner Speicher, 2 Nanometer kleinere Halbleitergröße und 27% höheres Benchmark-Ergebnis. Kameras. Beim Punkt Kameras ist das Galaxy A40 mit 59 zu 58 Punkten haarscharf vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 5,6% größere Blende bei minimaler Brennweite und verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Das 20 Lite hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 1,6-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 28% mehr Megapixel der Frontkamera, zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme und es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung. Audio. Beim Punkt Audio sind beide Geräte ebenbürtig mit 58 Punkten. Es gibt hier keine fundamental abweichenden Spezifikationen. Akku. In der Kategorie Akku sind beide Geräte ebenbürtig mit 57 Punkten. Das 20 Lite hat bei folgenden Punkten bessere Werte vorzuweisen: 9,7% mehr Akkuleistung und 4 Stunden höhere Akkulaufzeit. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften ist das Galaxy A40 mit 83 zu 76 Punkten deutlich vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: vierfach schnellere Downloads, 0,8 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, dreifach schnellere Uploads, hat ein Gyroskop, hat Typ-C USB-Anschluss und unterstützt ANT+. Ergebnis. Mit 55 Punkten schlägt das Samsung Galaxy A40 in der Gesamtwertung knapp das Honor 20 Lite mit 51 Punkten. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Smartphones verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und falls euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.